Man sagt den Rheinländern ja nach, sie hätten ein ziemlich loses Mundwerk. Aber wie fix die Leute hier mit ihrem Mundwerk wirklich sind, das werden wir jetzt mal überprüfen. Und zwar mit den ersten 8 Zeilen von Goethes Gedicht Der Erlkönig. Dafür besucht Dirk Steffens Kollega, Deutschlands schnellsten Rapper. Ich würde gerne mal wissen, wie lange du dafür brauchst. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, muss man dazu sagen. Ich versuch's einfach mal, so schnell ich kann. 3, 2, 1. Wer rettet so spät durch Nacht und Wind ist, ist der Vater mit seinem Kind, der hat den Knaben mit Ruhe, den Arme, er fasst ihn sicher, hält den Wahn. Mein Sohn, das bist du so bang, dein Gesicht siehst, Vater, du den Erlkönig liegt, den Erlkönig mit Krone und Schweif. Mein Sohn, das ist dein Nebelstreif. Stopp! Cory, wie lange hat er gebraucht? 7 Sekunden. Wow. Ja. Wie machst du das? Das Ganze basiert eigentlich auf der Silbenauswahl, die man nimmt. Und die wiederum basiert auf den Konsonanten. Du hast zum Beispiel Konsonanten wie SCH oder CH, T. Sowas ist schwer auszusprechen, wenn du es schnell machen willst. Es gibt aber Konsonanten, die sind sehr schnell aussprechbar, mit einem schnellen Zungenschlag, wie zum Beispiel G, D oder L. Soweit zumindest die Theorie. Doch wie schlagen sich die rheinländischen Laien auf der Straße? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Der hat den Knaben wohl in den Arm, er fasst ihn sicher, hält ihn warm. Mein Sohn, was blickst du so bang dein Gesicht? Siehst du den Vater, der Erlkönig nicht? Denn der Erlkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, das ist der Nebelschweif. 12 Sekunden, nicht schlecht. Es geht besser wahrscheinlich, ja? Ist natürlich schneller als alle Leute, die das so spontan versucht haben, ist ja auch klar. Aber was ist dein Trick? Bei der ersten Line zum Beispiel, da nimmst du, wer reitet so spät? Wer reitet so spät? Das kannst du schön binden. Also ziehst du das sozusagen zusammen? Das ziehst du zusammen, genau. Da musst du irgendwann ein Auge für entwickeln. Und machst einen kleinen Cut durch Nacht und Wind, ist dann halt nicht mehr so schnell aussprechbar. Aber so teilst du dir den Text so ein bisschen auf. War Goethe ein Rapper? Ist das ein Text, mit dem du was anfangen kannst? Goethe war auf jeden Fall ein großer Poet. Es gibt eine Zeile in dem Text, die könnte original so aus einem Rap-Song sein. Ja? Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ja, das hört sich in der Tat wie Rap. Immer, das ist überhaupt eine Idee. Willst du das Ding nicht mal rappen? Wollen wir mal hören, wie sich der Erlkönig gerappt anhört? Können wir machen, kannst du das spontan? Wollen wir mal rübergehen? Ja, alles klar, komm dann. Okay, Erlkönig. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, das brichst du so bang dein Gesicht. Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Mit 1642 Zeichen pro Minute kann Kollega in puncto Schnelligkeit hierzulande kaum einer dazwischenreden.